Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Ausgabe von Subnautica. Wir wollen uns ja in der heutigen Episode ein bisschen auf die Suche machen nach ein paar Materialien. Deswegen werden wir auch gleich mal ein bisschen rumstöbern. Einfach bloß. Eine Kreatur neu. Ich war ihm verwirrt. Ich will einzig und allein nur ein bisschen was einsammeln an. Ja, an Sachen, die ich halt so finde. Da wäre ich jetzt persönlich nicht wählerisch oder so. Da kommt mal Silbererz, nehmen wir sehr gerne mit. Was? Wir Silbererz. Was willst du? Pass mal auf, ich habe hier eine kleine Überraschung für dich. Der ist weggeschleudert worden. Ich werde wohl noch ein paar nachmachen müssen oder so. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar nachmachen müssen, ein paar Torpedos. Gold. Ich brauche auf jeden Fall. Titan auf ihn. Aue! Blöden Mistviecher. Titan brauche ich. Ich will Titan haben. Zum Aufheben hier? Ne, warum denn auch? Das ist ein großes Frack. Aber so ist ein Teil von der Seemode. Ja, toll. Dinge kannst du denn wieder nicht aufheben. Warte, ich habe eine hübsche kleine Überraschung für dich. Man sollte das Ding auch auswählen. Da. Silbererz. Sehr schön. Ein bisschen Titan würde ich mich aber auch freuen. Aue! Blöden Mistviecher, ganz ehrlich. Oh, was ist das denn? Da wäre ich jetzt nicht Angst haben müsste, dass ich hier angegriffen werde, ne? Das sind alles Seemodenfragmente. Man ist ja ganz nett mit den. Mit diesen Fragmenten jetzt, ne?
Ich habe sie ja auch am Anfang gesucht wie Sau. Alter, lass mich doch in Frieden. Ich brauche einfach bloß ein bisschen Schrott. Wie das hier. Das sieht doch top aus. Silber, jetzt haben wir an sich auch genug. So, hier. Boah. Du blöde Sandhai. Wo? Moment, jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung verloren hier. Das. Ach, da. Auf jeden Fall möchte ich irgendwann noch mal zwei besondere Sachen erkunden. Was hat mein Platz? Musste glaube ich noch reinpassen. Einen Schrotthaufen kriegen wir auf jeden Fall noch rein. Also hier liegt momentan gerade sehr, sehr viel Schrott rum, ne? Na, mehr kriegen wir nicht rein, schade. Also düsen wir erstmal zurück. Noch mehr Schrott. Ja, Titan werden wir jetzt auch gebrauchen können. Weil ich möchte ja ein, zwei Stockwerke noch ranbauen. Beziehungsweise ein, zwei Mehrzweckräume. Und dafür brauche ich nun mal Titan. Welcome aboard, Captain. Danke. So. Ich sollte doch mal so langsam anfangen, die Sachen richtig irgendwie zu sortieren, beziehungsweise Quatsch, nicht falsches Ding. So. Das können wir hier erstmal reintun. So viel brauchen wir eigentlich gar nicht. So. Stellen wir mal schön viel Titan. Alter, da geht das schon wieder los. Es war tot aus. Ja, wir können auch. Können wir noch einmal fertig? Ja, gib her. Perfekt. So, warte mal, was brauche ich noch für diesen Mehrzweckraum? Da. Brauche ich 6 Titan noch. Naja. Gut, dann würde ich nämlich sagen, erstmal schön nach draußen. Dieser Raum bleibt so, wie er ist. Haben wir eigentlich eine neue Message? Nö. Warum auch? Gut, fürs Erste würde ich sagen, wir bauen noch einmal so ein Ding dran.
Nein, ich will den. Ja. Genau so. So soll es sein. Dann will ich einen Korridor haben. Warte mal. Genau. So eine hätte sein müssen. Ach, was soll's. Dann machen wir einen normalen Korridor ran. So, ich muss einfach dicht daran. Verdammt, dann kann ich das ja auch so. Kann ich den nämlich entfernen und kann sagen. Mach den hier. Warte mal. Ist ja drin, genau. Dann machst du noch einen normalen Korridor ran. Dann können wir da die Fenster eigentlich auch entfernen, ne? Ja. Mache ich noch einen? Ja, jetzt machen wir einen. Mal drehen wir einmal. Genau so. Und jetzt mehr Zweckraum. Kriege ich noch ein Gebäude? Oh, verdammt, ich habe das. Vielleicht habe ich noch irgendwo Titan. Ich muss eh rein. Ne, Quatsch, hier. Hier muss ich. Vielleicht habe ich irgendwo. Mir würde ein Titan fehlen. Muss ich einmal oben beim Schiff gucken. Weil ich weiß, dass ich noch Titan habe. Ich möchte jetzt da noch einen Raum draufsetzen und dann will ich dort das schöne Aquarium reinmachen. Das schöne große Aquarium. Welcome aboard, Captain. All systems online. Das hört sich gut an, dass alle Systeme online sind. Was habe ich hier? Achso, hier habe ich die Energiezentren. Hier habe ich Torpedos drin. Was? Da habe ich nichts drin. Was sagt er hier? Habe ich kein Titan mehr? Ich habe kein Titan mehr. Das ist ja. Ja, zwar ein bisschen ärgerlich, aber machst du erstmal nichts. Blei. Weil sehen können wir ja eh nichts. Dann können wir nämlich sagen. Da haben wir nämlich schon mal wieder Glas zurückgekriegt.
vielleicht noch irgendwas machen, um vielleicht zurückzukriegen. Achso, da habe ich ja die Sachen drin. Hab ich einiges an Pflanzen verfault. Die muss ich auch mal langsam wegwerfen. Büb, büb, büb. Aber ich brauche Titan. Das heißt, ich muss jetzt noch mal los. Quatsch. Vergaß. Ich sollte mal unbedingt Schilder machen. Welcome aboard, Captain. Dahin haben wir ja so viel gefunden an Schrott noch. Quarz müssen wir mitnehmen. Und Winterrackenbüschel. Lässt du wohl meine Lucky in Ruhe, du blödes Scheißdrecksviech? Na, warte, ich habe eine Überraschung für dich. Oh oh. Hätte böse enden können. Ich will ja nicht, dass er irgendwo hingeschossen wird. Hey! Da bist du. Quarz sollten wir unbedingt mitnehmen. Man weiß nie, wann wir es brauchen. Was? Ah! Ah! Lass mich in Ruhe! Wie ich das Viech irgendwie sehe. Das sollte aber jetzt reichen, um. Um das Benötigte alles zu machen. Au! Wo bin ich denn gegen gekracht? Gegen so einen Busch bin ich dagegen geknallt. Brauchen wir Fassergeflecht eigentlich noch? Mal sehen, was ich aus diesen beiden Büschen überhaupt machen kann. Aus diesen Büschen kann ich so gut wie Benzol. Na, das kann ich noch machen. Gore kann ich machen, brauche ich aber nicht. Ja, im Prinzip sind die eigentlich ein bisschen nutzlos momentan. Aber man kann sie bestimmt irgendwann noch mal gebrauchen. So. Ab nach draußen und den zweiten Mehrzweckraum drauf basteln.
Habe ich hier noch ein Dings drin im Bastel? Nur vorübergehen. Weil von unten kommen wir ja an sich rein. Ist bloß, dass wir eben auch von oben reinkommen. Jetzt mal nebenbei gucken, was wir für den Twister kommen. Viermal Glas. Das heißt, wir brauchen ordentlich Quarz. Habe ich hier auch noch Quarz drin? Nö. Schön viel Glas machen. Und dann bekomme ich eigentlich auch bloß einmal Glas raus, ne? Für zweimal Quarz. So. Genau. Ach so, klar. Kriege ich eigentlich noch eingebastelt? Nein, dafür würde mir zweimal fehlen. Ich jetzt eigentlich da raus. Ich kann doch zur Not auch hier einmal. Einmal die drei. Einmal dekonstruieren. Und ich würde sagen, damit sich das auch ordentlich lohnt, so ein Ding, machen wir auch nochmal einen dritten drauf. Das passt doch. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich eine Leiter gebastelt kriege. Was brauche ich denn von der Leiter? Zwei Titan. Nee. Miep. Zwei Titan. Gut. Fahren wir nochmal los. Und vor allem muss ich nochmal kurz nach hier oben, weil hier oben habe ich noch so einiges an Quatsch drin. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ich weiß gar nicht, wo ich das Quarz gelassen habe. Habe ich das hier oben gelassen? Nee, Glas haben wir genug. Glas haben wir genug. Viermal Glas? Nee. Eins, zwei. Genau, dann hätten wir genug für das Dings. Wenn ich das zurück machen könnte, ne, dann wäre das top. Egal, wir müssen. Schrott sammeln. Irgendwo wird ja noch ein bisschen Schrott rumliegen. Fragment. Seekleider Fragment. Aber andererseits, wir kriegen dadurch Titan. Deswegen ist es mir Schnurz. So.
noch was? Halt! Oh, oh, guck mal, Quarz. Ein Schraubdrink kriegen wir auf jeden Fall noch. Wir haben ja auf jeden Fall ein paar Kreatureneier. Die können wir dann auch. Dementsprechend. Verwenden. Oh, ein bisschen mehr Titan kann nicht schaden. So. Wir haben hier noch so viel Schrott rumliegen. Das ist so traumhaft. Und auf jeden Fall müssen wir nochmal in die Aurora. Da sind nämlich noch einige Sachen, die ich gerne haben möchte. Besser gesagt, ist da noch ein Signal, was ich gerne haben möchte. So, schön einpacken. Dann werden wir den ganzen Schrott erstmal schnell in Titan umwandeln. Nochmal Titan. Nochmal Titan. Und Glas. Und Glas. So. Erstmal der besonders, dass wir eine Leiter haben. Sehr schön. Achso, wir können hier oben einfach drüber watschen. Auch gut. So gefällt mir das. Ich wollte gerade sagen, kann ich das nicht? Kann ich wenigstens? Ja. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, bauen wir unten so eine Luke ein? Verdammt, mir fehlt einmal Glas. Schiede! Muss ich nochmal einmal nach da oben. Genau, ein Glas. Zwei Titanen hätten wir genug. Das müssen wir auf jeden Fall noch sammeln. Nein! Ach so, doch. Hab schon gedacht. Ey, Quarz müssen wir unbedingt beim nächsten Mal noch sammeln. Also, sobald wir Quarz sehen sollten, müssen wir es natürlich sammeln. Ganz wichtig. Und ich glaube, zum Abschluss der Folge werde ich noch mal in die Richtung dort hinten schwimmen. Ach so, stimmt. Wartet mal.
Ich habe noch Magnetit dort oben. Dann werden wir uns mal einen Reaktor gut. Hoppala. Und dann werden wir uns auf jeden Fall mal einen Kompass basteln. Das ist ganz wichtig. Obwohl, das kann ich gleich hier hin. Cool! Dann werden wir uns mal gleich unsere Eier holen. Aber vorerst. Perfekt. Wir haben ja so einiges an Kreaturen-Eier. Mal sehen, was wir da so Feines rauskriegen. So, dann bin ich gespannt, was da draus schlüpfen tut. Gut. Dann wollen wir jetzt zum Abschluss der Folge. Wir werden auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Quarz sammeln und dort Fenster reinmachen, dass wir auch von außen sehen, was da drin ist. Aber fürs Erste sollte es reichen. Welcome aboard, Captain. Alle Systeme online. Gut. Ich glaube, ich werde nochmal in diese Richtung fahren. Gucken einfach mal. Ich muss ja bloß die Aurora haben. Aussicht Aurora. Wenn wir nicht von der. Ja. In diese Richtung will ich fahren. Denn da gibt es nämlich auf der Karte ein ziemlich hellblaues Biom, was ich auf der Karte gesehen habe. Und mich würde interessieren, was das für ein Biom ist. Das ist jetzt natürlich nicht sehr hilfreich, dass es hier schon dunkel ist. Die Nacht bricht herein. Die Dinger faszinieren mich immer wieder, ne? Natürlich praktisch, wenn ich hier unten auch Licht hätte. Aber
Halt, 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 halt. Ich fahre in die komplett falsche Richtung. Und zwar will ich in diese Richtung. Weil jetzt bewege ich mich hier auf das Dünenbiom vor. Da will ich ja gar nicht hin. Das ist das Dünenbiom. Ach, guck mal, der Reaper. Ich würde zu gerne wirklich mal in diesem Biom unterwegs sein, aber der versaut dann ja alles, der Scheißdreck. Der Planet scheint mir auch ziemlich nah zu sein. Kamera 1. Ich höre das Drecksviech. Aber ich sehe ihn nicht. Ach so. Hier schon wieder ein Pilzbiom. Vorsichtig sein. Also wenn es jetzt wenigstens ein Tag wäre, ne? Scheinen die Wände auf jeden Fall vom Pilzbiom zu sein. Ich kann auch nicht direkt. Warte mal. Die Beleuchtung hier drin stört auch ein bisschen. Es ist. Dann machen wir mal ein bisschen tiefer. Dann haben wir noch Pilzbiom. Ich werde mal kurz die Karte aufschlagen.
nur um einfach zu gucken, wo ich in etwa bin. Wir sind im Pilzbiom, das ist klar. Warte mal, wenn wir uns jetzt also... etwas östlich halten. Und es reicht auch, wenn wir gerade ausfahren, glaube ich. Dann kommen wir ins Das ist auch so ein ist das so ein Dünbio? Das ist eine ganz komische Farbe. Kusch-Biom müsste es, glaube ich, sein. Und danach ist halt so ein ganz hellblaues Biom. Und gerade das möchte ich ja sehen. Ach, eine Sonnenfinsternis. Waren eben wirklich noch nie richtig weit, ne? Sobald wir dieses Biom hinter uns haben, werden wir mal ein bisschen weiter runter. Da, guck mal, das ist dieses Kusch-Biom da. Ich glaube, ich habe hier wieder Motten im Zimmer. Kommt davon, wenn man Licht anhat. Ja, alles klar. Schon wieder irgendeine scheiß Motte. Die Viecher können auch nerven. Bisschen runter. Wir sollen nämlich laden. Alter, das Vieh sehe ich ja jetzt auch zum ersten Mal. Jo, und dann auch noch zu zweit. Hör doch auf. Alter, dieses scheiß Mottenviech, ne? Seht ihr mal an, zu zweit. Ja, diese Motten lenken mich total ab. Ich meine, ich habe jetzt nicht unbedingt Bock auszusteigen, aber... Lol. Da, er kommt näher. Mal sehen, vielleicht kriege ich die. Ach so, unten rechts sehe ich die. Ach, alles klar, gut. Okay, das ist dieses Kusch. Und dann müsste hier irgendwo bald das hellblaue Biom sein.
und da haben wir das Viech. Ja, komm mal ein bisschen näher. Ich glaube, die sind auch ziemlich aggressiv. Ich werde mal ein bisschen hier durch navigieren. Also wie viele sind denn von den Viechern hier in diesem Biom? Das haben wir da hinten nochmal, das weiß ich ja. Schaut euch die Viecher an. So, jetzt wird's interessant. Denn hier scheint nämlich nichts mehr zu sein. Also ich glaube, dann sind das laut dieser Karte eigentlich bloß, dann sind das wohl leere Räume oder so. Was anderes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil guck mal, hier ist ja absolut nichts. Also hier sind wir quasi außerhalb der Map, wenn wir da dort weiter düsen. Und das wollen wir eigentlich gar nicht. Also dann wissen wir schon mal, wo die Map zu Ende ist. Hier finde ich noch Uran. Sollte ich das einsammeln? Obwohl ich ja weiß, wo ich auch Uran finde oder so. Wir werden zu, oder besser gesagt, ich werde jetzt zurückdüsen und werde die Folge hier, also damit beenden. Mal sehen, was wir in der nächsten Folge machen werden, das weiß ich noch nicht so recht. Das ist einfach momentan eine schwierige Entscheidung, weil es gibt auf jeden Fall noch so viel, was ich erkunden möchte. So eine ganze Menge, was ich erkunden möchte.
Halt, wir müssen in diese Richtung. Ach, guck mal, da ist schon die Aurora. Gut, Leute, bevor ich die Folge jetzt hier wirklich zu lange werden lasse. Weil es braucht sowieso immer eine ganze Weile bei momentan. Naja, werden wir sehen. Wir könnten versuchen, noch ein paar Kreatureneier zu sammeln. Oder? Das ist jetzt wirklich die Frage, was machen wir jetzt noch? Mal gut, wir haben noch nicht jedes einzelne Biom entdeckt, aber es gibt einfach auch momentan nicht allzu viel, was man noch machen könnte. Das ist es ja. Gasopod-Ei entdeckt? Warte mal, sind etwa die Eier geschlüpft? Ich glaube, die Eier sind geschlüpft. Das wäre ja traumhaft. Ich glaube, wenn wir es ganz gut schaffen, hoffe ich mal, dann sind wir ganz fix zurück und dann sehen wir mal. Naja, was soll's, sind wir ruhig halt wieder etwa 2 Stunden für den Upload. Ist ja Schnurz. Hauptsache ich knall hier nirgendwo gegen. Dass sie die Kameras jetzt eingebaut haben in dem Ding, ist relativ gut. Das finde ich richtig gut. Weil dadurch habe ich eine bessere Übersicht, was unter mir und so alles ist. So, bisschen tiefer. Ich glaube, die Eier sind geschlüpft. Wollen wir doch einfach mal nachgucken. Welcome aboard, Captain. Guckt mal. Oh, sind die kleinen Sandhaien niedlich. Guck mal, sie. Oh, cool, den kann ich auch nicht. Dehydration detected. Aber wo ist denn der Santa hin, der Kleine?
Pflanze. Oh, ich kann hier sogar Pflanzen setzen. Oh, wie geil ist das denn? Oh Leute, ich hab's. Wir brauchen noch immer Winderankenbüschel. Quatsch, wo habe ich den hingesetzt? Da, komm mal mit. Wir brauchen doch grundsätzlich irgendwie Winderankenbüschel oder dergleichen. Aber das Ding wird irgendwann zu groß. Lass das Ding doch wachsen. Einen haben wir noch. Genau, das werden wir noch reinmachen. Oder besser gesagt, das werde ich noch reinmachen. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Den müssen wir auch irgendwo mal wegpacken. Genau, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid zu Subnautica. Bis dahin, meine Lieben, macht's gut und haut rein. Ciao. Ach so, hier haben wir noch ein Kreatur neu. Alles klar. Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.